Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Heute habe ich euch etwas ganz Besonderes mitgebracht und das ist das hier. Diesen Gegenstand habe ich vor ein paar Tagen auf dem Flohmarkt gekauft. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. So. Könnt ihr erkennen, was das ist? Ein kleiner Hinweis. Hier habe ich etwas, was man auch dafür braucht. Falls ihr es nicht genau erkennen könnt, dann gehe ich auch mal etwas näher ran. Sehr klein. Es geht um Kaffee. Ja. Was hat denn das jetzt mit Kaffee zu tun? Ganz einfach, das ist eine Mühle. Ich möchte mal heute mit euch über das Wort Mühle sprechen. Was kann man mit einer Mühle machen? Mit einer Mühle kann man mahlen. Aber Achtung, mahlen mit H. Mahlen ohne H ist das hier, was ich nicht kann. So, hier. Das ist Martin. Ich kann nicht malen. Malen kann ich aber. Und zwar brauche ich dafür diese Kaffeebohnen. Singular die Bohne, Plural die Bohnen. Und diese Bohnen fülle ich in die Mühle. So, dann schließe ich die Mühle und dann muss ich mahlen. Ich mahle, indem ich kurbele. Na, ihr hört dieses Geräusch. Ah, ich liebe dieses Geräusch. Denn dieses Geräusch bedeutet, dass gleich frischer Kaffee kommt. So, und dann hat man hier eine kleine Schublade. Die Schublade, wie im Schrank, die kann man rausnehmen. Ihr seht das jetzt nicht so sehr, aber in der Schublade ist dann ein bisschen Kaffeepulver. Und dieser Duft, es ist wunderbar. Und mit diesem Kaffeepulver kann man dann Kaffee machen. Es ist wie bei den Kochsendungen im Fernsehen. Wir haben hier schon mal etwas vorbereitet. Das ist wunderbarer frischer Kaffee. Und ihr wisst ja, ich liebe Kaffee. Deshalb gieße ich mir jetzt erstmal eine Tasse ein. Eingießen. Und ich trinke Kaffee. So. Ich hatte ja gesagt, dass wir auch ein bisschen über Mühlen sprechen wollen. Es gibt zwei Redensarten zum Thema Mühlen. Die eine ist, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Denkt dran, mahlen bedeutet hier etwas klein zu machen. Das ist aber nicht über die Kaffeemühle, sondern über Windmühlen. Windmühlen für Mehl zum Beispiel. Eine Windmühle sieht dann zum Beispiel, Moment, ich mache mal ein bisschen Platz. Das wäre zum Beispiel eine Windmühle. Ja, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, bedeutet, die Bauern haben den Weizen geerntet und dann sind sie zur Mühle gekommen. Und dort waren schon viele andere Bauern und wer zuerst kommt, konnte zuerst mahlen. In Deutsch sagt man das heute auch noch. Das heißt also, wer zuerst kommt, der kann seine Arbeit erledigen oder der kann etwas bekommen. Auf Englisch gibt es diesen Spruch, first come, first serve. Das ist das deutsche Äquivalent. Und dann gibt es noch einen anderen Spruch. Und dieser Spruch heißt, die Mühlen mahlen langsam. Wenn eine Mühle langsam mahlt, braucht man sehr lange Zeit, bis man seinen Kaffee hat.
aber am Ende hat man seinen Kaffee. Das heißt also, die Mühlen mahlen langsam bedeutet, etwas dauert lange, aber am Ende passiert es. Ich hoffe, ihr habt jetzt in diesem Video ein paar neue Ausdrücke gelernt. Ich werde mir jetzt erstmal noch mehr Kaffee machen mit meiner wunderbaren alten Kaffeemühle. Die ist nämlich über 90 Jahre alt. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderbaren Tag, eine ganz, ganz wunderbare Woche. Genießt euren Kaffee, genießt euren Tee oder genießt euer Wasser. Und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video bei Deutsch mit Martin. Ich sage Tschüss!